Wenn man sehr genau hinhört, dann stellt man fest, dass in diesen 2 Sekunden am Anfang kommt ein schwacher, kleiner Klick und dann einen kurzen Moment später dann dieses laute Rumpeln. Und dieses kleine Klicken am Anfang war wahrscheinlich der erste Bodenkontakt. Und anschließend, nachdem wir durch so eine Staubschicht auf der Oberfläche hindurch sind, sind wir auf einer harten Oberfläche aufgesetzt. Das gab dann dieses starke Rumpeln. Ja, wir versuchen daraus zu rekonstruieren, in welcher Reihenfolge zum Beispiel die 3 Füße auf dem Boden aufgesetzt haben. Wir haben ja in jedem der Landebeine diese Sensoren drin. Wir versuchen daraus zu rekonstruieren, ab wann wir wirklich abgeprallt waren und wieder unterwegs gewesen sind und damit beizutragen zu der Rekonstruktion von dem ganzen Ablauf. Ja, es ist einfach klasse, kann man nicht anders beschreiben. Man hat jahrelang an dieser Mission gearbeitet, man ist normalerweise eben gewohnt, relativ abstrakt mit Zahlen zu arbeiten und von daher ist es auch für uns einfach ja, ein subjektives Erleben, was dadurch hergestellt wird. Also eigentlich alle Kollegen, die das bislang gehört haben, fanden es klasse.